Heute bin ich in Şanlıurfa. Die Provinz liegt im Südosten der Türkei und verbirgt viele kulturelle Schätze. So auch wohl den geheimnisvollsten Kultort der Menschheit. Göbekli Tepe, ein 12.000 Jahre altes Bergheiligtum. Als weltweit ältester Tempel gehört Göbekli Tepe zu den wichtigsten archäologischen Fundstellen. Forschungen zufolge wurde der Tempel während des neolithischen Zeitalters, also in der Jungsteinzeit, errichtet. Das Heiligtum hat sicher viel durchmachen müssen, bis es in der heutigen Türkei durch Zufall entdeckt wurde. Mahmut Yıldız ist der Besitzer dieses Grundstücks. Sein Onkel hat das Kulturerbe bemerkt. Burası sülalemizden kalan bir toprağımızdır. Fakat biz burayı tarlayı kullanırken bizim bu Urfa çevre köyler buraları bir kutsal yer yani burayı bir dilek yeri bilinirdi. Tarlayı sürürken ara sıra işte taşları yüzeye çıkarlardı. O taşları yapı taşları biz görüyordu. Bazı cürün çıkarlardı, bazı şeyimi çıkarken biz burayı bir haraba aslında köy diye tahmin ederdik daha önce. Ve 1986'dan burayı tarlayı sürürken iki tane resimli taş bulundu. Onları Urfa Müzesi'ne verdik. Ve orada 7-8 sene kaldı. 93'ten filan Alman arkeologlar bunu buradan kazıyı başladılar. Göbekli Tepe besteht aus Monumentalbauten, die megalithische Strukturen aufweisen. Sie wurden von Jägern und Sammlern in der frühen Jungsteinzeit, also 10.000 und 9.000 vor Christus, errichtet. Die T-förmigen Säulen in dem Tempel sind mit Darstellungen von wilden Tieren reich verziert. Es sind Zeichnungen, die Rückschlüsse auf die Weltsicht der damaligen Völker in Obermesopotamien zulassen. Experten gehen davon aus, dass die Bauwerke für Gebete und Rituale genutzt wurden. I'm Karen and I live in England, and when we learned about this place we had to come straight away. It makes you really think again about everything you thought you knew about ancient times and how humanity developed and what was important and why people did the things they did. Das Geheimnis um Göbekli Tepe ist noch lange nicht gelüftet. Wie sahen die Rituale an diesem Tempel aus? Gab es hier auch vielleicht Opfergaben? Ein mysteriöser Ort, der noch weiter erforscht werden muss.